Es war ein Tag, wie jeder Tag. Da kam ein junger Mann in unsere Stadt. Beat stimmte die Fans auf 90 Minuten Bundesliga-Fußball ein. Claudia Gordon, noch frisch im deutschen Showgeschäft, nutzte die Chance, 41.000 Zuschauer für sich einzunehmen. Und wohnte hier. Der HSV am ersten Spieltag an der Tabellenspitze und Schalke 04, die junge ambitionierte Elf, die am Ende der Saison ganz oben stehen will, starteten im Volksparkstadion mit profihafter Vorsicht. Denn Punkte, die bei Saisonbeginn verloren gehen, fehlen bei der Endabrechnung. Nur Uwe Seeler, Hamburgs weißer Riese auf dem Rasen, drückte von Anbeginn aufs Tempo. In der 26. Minute demonstrieren die Schalker Intelligenzfußball. Der freistehende Scheer überwindet Torwart Özcan mit einem Bogenkopfball. Bundestrainer Schön sah große Lücken in der HSV-Abwehr. Die Hamburger besinnen sich auf ihr uralt Rezept, den Mangel an Raffinesse und Technik durch Kraftfußball zu kompensieren. Aber Schalke ist auf der Hut. Torwart Özcan ist beeindruckt von ihrem eleganten und rationellen Angriffsspiel. Der Hamburger Angriff, der durch den Ankauf teurer Spieler aufgerüstet wurde, kämpft bis zum Abpfiff vergeblich um den Gegentreffer. Auch Uwe Seeler vergibt die Chance zum Ausgleich. Uns Uwe bezeichnet das große Dilemma des HSV. Ohne ihn sinkt die Kampfkraft der Elf beträchtlich, mit ihm ist allenfalls ein Platz in der Tabellenmitte sicher. Denn sein großer Name lähmt Spielwitz und Initiative aller anderen Spieler.